Hallo Leute und willkommen zurück auf Minecraft. Heute beim kleinen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr euch Minecraft Mods runterladen könnt. Und das kostenlos, sehr schnell und einfach. Wie ihr das kennt, ihr habt ihr den Minecraft Launcher ganz normal und im Profil, so wie ich es euch zeigen kann, sieht ihr ganz normal das Minecraft, also nichts. Ich habe noch nichts geprobiert. Ich kann es euch nochmal zeigen in AppData. Das ist unser Minecraft Ordner, den wir noch gleich brauchen werden. In sehen wir hier nichts Besonderes, ist also ganz normal alles. Und ich werde euch zeigen, wie ihr die Mods installieren könnt, denn das ist manchmal sehr praktisch und man kann damit schon mal sehr viel Spaß haben. Als erstes brauchen wir erstmal einen Mod. Ich verlinke nämlich eine Website, das ist CurseForge. Da könnt ihr viele verschiedene Mods, Plugins und sowas für Server und verschiedene Spiele finden. Und außerdem auch für Minecraft. Wir gucken heute mal den Mod zum Beispiel Iron Chest. Den könnt ihr gerne bei CurseForge finden. Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung. Wir gehen mal drauf und wie wir sehen, ist das ganze Zeug für die 1.12.2. Okay, das wollen wir auch. Und dann laden wir den mal das Ganze mal runter einmal. Und dann brauchen wir ganz kurz, dann braucht es ein paar Sekunden. Und nicht hier unten klicken, das ist für Twitch, aber das braucht ihr nicht. Deswegen geht es hier um den Mod. Und jetzt lad das runter, das ist sehr praktisch, weil es keine Werbung gibt. Wir speichern mal das direkt in dem Desktop. Einmal speichern. Jetzt wird es einmal runtergeladen. Ich habe es noch nicht gemacht, deswegen will ich euch zeigen, damit das alles hier sieht, dass es kein Fake ist. Abgeschlossen. Okay, dann können wir das zumachen und das hier schon mal auch. Dann haben wir schon mal hier bei uns im Desktop haben wir dann so eine Iron Chest, so eine Jar-Datei. Mit der können wir erstmal nichts anfangen, denn wir brauchen noch ein Zeugs und zwar Forge. Minecraft Forge 1.12.2. Wir gehen einfach auf Files minecraftforge.net, also einfach im Internet Minecraft Download, wie ich gerade hier eingegeben habe, einfach mal suchen. Und dann kommt ihr auf diese schöne Webseite, wo ihr dann auswählen könnt die Version. Dann geht auf die 1.12.2, so wie der Mod ist. Und dann nehmt ihr lieber nicht den Latest, sondern den Recommended, also der empfohlen. Und dann nehmt euch den Windows Installer, also wenn ihr Mac habt, dann nehmt euch den Mac Installer. Und dann warten wir, das ist so eine Werbungsseite, wir müssen warten. Skip dann einmal und dann wird das runtergeladen. Und dann nochmal speichern und dann, also das mache ich jetzt, müsst ihr jetzt nicht machen so. Ihr müsst es einfach runterladen und gleich ausführen. Ich zeige euch das mal Ganze. Und es wird jetzt einmal runtergeladen, das ist eine etwas größere Datei, aber ja. Und jetzt wird es einmal auf Viren überprüft bei mir, dann geht es weiter. Ja, braucht manchmal ein bisschen und ich, wie ich schon gesagt habe, Mods sind eigentlich eine sehr praktische Sache. Es sieht jetzt vielleicht kompliziert aus, aber im Wald ist es sehr leicht und es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Und jetzt ist es hier auch runtergeladen. Wir sind fertig, wir können den Browser jetzt schließen, brauchen wir jetzt nicht mehr. Und da ist unser Forge 1.12.2 Installer Win. Und jetzt haben wir die beiden Dateien und wir können natürlich auch später auch mehr Mods reinmachen. Aber ich zeige euch jetzt mal erstmal nur, wie man das mit einem macht. Wir packen das jetzt mal, das Ganze jetzt einmal aus. Das brauchen wir ein paar Sekunden, das ladet jetzt. Das öffnet dann eine Datei, die dann so ein Ding öffnet. Das ist einfach eine Sicherungsdatei. Und dann, wenn wir hier, wir müssen den Client, also der Client ist unser Computer. Und wenn wir einen Server installieren wollen, dann machen wir Server. Aber ich installiere euch heute, wie man Client installieren kann. Also für euren Computer nur. Okay, und dann wird es einmal runtergeladen. Also es geht sehr schnell. Also der bereitet das jetzt vor. Macht das alles startklar. Und ja, successful installed client, Pro 1.12, into Launcher, grab two libraries. Und jetzt müssen wir einmal den Launcher schließen. Einmal den Launcher wieder öffnen, den Minecraft Launcher. Kurz warten, dass er aufgeht. Und dann können wir jetzt in Profile gehen, neue Version anlegen. Und wenn wir jetzt runtergehen, sehen wir, unten ist da jetzt Release 1.12.12, Forge 1.12, irgendein so langer Code, rausgekommen. Und das ist schon unser Forge. Wie ihr gerade schon gesehen habt am Anfang des Videos, war das nicht da. Und jetzt könnt ihr schon sofort speichern. So, fertig. Und jetzt habt ihr hier unten unbekanntes Profil. Also könnt ihr alles einstellen. 1.12.2 Forge. Und das müsst ihr jetzt einmal launchen. Das dauert das erste Mal ein bisschen. Und dann könnt ihr gleich auch den Mod konfigurieren. Wenn ihr jetzt mit Windows und R-Taste in AppData reingeht, könnt ihr sehen, dass wir gleich zum Minecraft-Ordner gehen.
ist schon ein Mods-Ordner aufgetaucht. Aber den sollten wir noch nicht berühren, bis das Ganze nicht fertig ist. Wir warten erstmal, bis Minecraft einmal launcht. Also das sehen wir bis unten schon, fängt es an zu launchen. Das braucht jetzt kurz. Das ist jetzt sehr toll gemacht hier. Aber man sieht, dass das schon nicht mehr das Vanilla ist, dass es hier noch schon ein bisschen bearbeitet ist. Das braucht jetzt etwas länger zum Starten als normalerweise, aber das sind ja Mods. Und im Spiel eigentlich merkt man das überhaupt nichts, dass es sich verändert. Aber hat auf jeden Fall viel, viel mehr Vorteile. Wir warten mal ganz kurz, es ist stark. Hier oben sehen wir, wie unsere Memory benutzt wird. Und ich habe meinem Minecraft 1 Megabyte zugewiesen. Aber, ja. Wir warten mal. Gleich ist aus, gleich ist zu Ende. Braucht 6, 7. Und da ist Minecraft drauf. Und ja, ich schieße über, dass Minecraft 4 Mods geladen hat. Aber im Wahrheit ist hier noch kein Mod drin. Den Minecraft nimmt als Vanilla und das Ganze nimmt er auch als Mod und zählt somit. Denkt er, dass es auch ein Mod ist. Und das hier können wir jetzt mit Rechtsklick einmal ausschneiden. Windows und R-Taste geben wir in Updata. Minecraft Mods. Und da es ja nichts ist, können wir das einmal einfügen und fertig und einmal alles schließen. Und jetzt einmal Minecraft starten. Wir warten mal ganz kurz. Und so, da können wir wieder das Spiel starten. Und jetzt dauert es meistens am längsten, denn wenn er jetzt das erste Mal Mod startet, braucht es ein bisschen länger. Das, die Teil von hier vorher, können wir jetzt löschen, die brauchen wir nicht mehr. Und eigentlich ist Minecraft schon fertig. Jetzt startet er einmal und das wäre es dann gewesen. Also, dann funktioniert es und ihr könnt dann die Mods gerne spielen, wie ihr wollt. Und das funktioniert jetzt auf allen Versionen von Minecraft, die es gibt. Ihr müsst einfach immer den Forge runterladen und den Mod. Außerdem, es gibt noch eine andere Art von Mods, und zwar die Mods, die in einer komprimierten Datei sind. Die könnt ihr dann einfach mit 7-Zip, WinRAR oder sowas öffnen. Und dann könnt ihr sie entpacken und da ist dann einfach ein Ordner, den ihr in eure Mods-Ordner reinzieht. Also den ich euch gerade gezeigt habe. Und zwar der hier vorne in Minecraft. Mods, der hier. Hier dann tut ihr in den Ordner rein oder was auch immer. Jetzt braucht euch kurz, wir sehen jetzt, startet der Late schon ein paar mehr Sachen als gerade. Und ja. Wir sehen schon, dass hier schon viel ein paar mehr Sachen abgehen als gerade. Gerade war es hier nicht so verrückt. Und wir sehen, der Hammer laggt schon ein bisschen mehr, denn jetzt tausende Sachen hier. Und ja, jetzt ist er fertig. 7 von 7 braucht kurz und fertig. Jetzt stellen wir uns mal eine ganz leichte, eine neue Welt aus. So, wir gehen mal in Creative. Create New World. Braucht mal kurz. Und wie wir sehen können, gleich, wenn es geladen ist, natürlich erst. Braucht noch kurz. Natürlich braucht noch ein bisschen. Ist ja das erste Mal. Jetzt, wenn man Mods ladet auf dem Computer, braucht ein bisschen länger. Weil ja jetzt mal die Dateien da noch vom Launcher erstmal alle gestartet werden müssen. Und das braucht am ersten Mal etwas länger. Normalerweise soll es nicht so lange dauern, also geht normalerweise ganz schnell wie normalerweise auch. Jetzt ist es keine Rückmeldung. Ja, wohl. Startet er und wir sind in Minecraft drin. Okay, jetzt sind wir hier irgendwo in so einem Wald gespawnt. Ja. Ja, lenkt kurz. Okay, jetzt geht's wieder. Wir sind in Minecraft, wo Wald hier gespawnt. Und ich habe gesehen, dass jetzt hier ein weiterer Tab ist, was normalerweise nicht so ist. Und hier sehen wir Iron Chest. Und wir haben hier schon wieder ganz viele andere Chests, die normalerweise nicht sind. Und wir sehen, wir können die nutzen. Und ja, wir können jetzt hier andere Sachen speichern. Und wenn wir hier auf Mod Options gehen, können wir sehen, dass hier die Mods drin sind. Und die Iron Chest Mod auch dabei ist. Und somit das Tutorial auch zu Ende ist. Alle Links, die ich heute gezeigt habe, sind natürlich in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ihr könnt ein Abo da lassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, Leute. Und ciao.